Ihr Lieben, da bin ich wieder und zwar wieder nach langer, langer Zeit mit einem DM-Haul. Ich wurde jetzt wieder öfter gefragt, ob ich nicht nochmal einen machen kann und bin natürlich selbstverständlich dafür, dass ich euch zeige, was ich gekauft habe. Ich freue mich immer, wenn ich euch Sachen zeigen kann und deswegen fangen wir jetzt direkt mal an. Mein erstes Produkt im DM ist etwas, was ich normalerweise nicht kaufen würde, da ich finde, dass es etwas zu teuer ist. Und zwar ist das der Duschschaum von Bilou, also von Bibis Beauty Palace. Ich bin nicht so wirklich begeistert von dem Preis, aber das Produkt ist der Hammer. Jeder, der die Five Gums Melone kennt, der weiß genau, wie das riecht und wie lecker das ist und so gut schmeckt. Und genau so riecht dieser Schaum. Also ich persönlich finde es überhaupt nicht übertrieben oder so. Es kann nie genug Melonenduft sein und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Daumen hoch für Bibi, also wirklich richtig schön gemacht. Es riecht sehr gut nach Melone und ich habe bis jetzt noch kein anderes Produkt gehabt, was so geil nach Melone riecht und so stark vor allen Dingen. Das ist dieser ganz normale Duschschaum, oh, den wahrscheinlich schon jeder von euch kennt. Und das ist Splashy Melon. Das ist eine von den neuen Sorten, die sie rausgebracht hat und ich finde die wirklich ganz, ganz toll. Ohne jetzt irgendwie Werbung für jemanden machen zu wollen oder so, das hier lohnt sich wirklich, sich zu holen. Man riecht danach immer noch ein bisschen auf der Haut nach Melone und das ist ein super schöner Duft, den man unter der Dusche sehr gerne hat. Und deswegen ist das erstmal mein Favorit und auf jeden Fall ein super Produkt, was ich weiterempfehlen würde. Aber vom Preis her auf jeden Fall nicht empfehle. Also ich würde nicht sagen, dass 3,95 € für so einen Duschschaum okay ist. Also es ist ein bisschen teuer. Aber das Produkt an sich ist wirklich sehr, sehr schön. Mein zweites Produkt ist ein Duschgel und zwar eine Limited Edition. Das ist Original Source Hibiskus und Granatapfeltee. Das wäre das hier. Das ist sehr, sehr gut, riecht sehr schön. Hat einen 100%ig natürlichen Duft und ist eine Limited Edition, wie auch schon drauf steht. Und ich finde, das riecht wirklich ganz, ganz toll. Nach Granatapfel. Also das hat einen ganz schönen Geruch. Ist auch wieder was ganz Tolles unter der Dusche. Verbreitet sich auch sehr schön. Dieser Duft ist sehr angenehm. Und ja, verteilt sich gut auf der Haut. Und ich habe mir gedacht, ich probiere es mal aus, weil es was Neues ist. Hab's mitgenommen und finde es eigentlich ziemlich gut und würde euch das auch empfehlen. Falls ihr möchtet, könnt ihr euch das gerne kaufen. Auf der Suche nach einem neuen Rasierer bin ich dann in der Beauty-Abteilung von Gillette Venus auf den Embrace Sensitive gestoßen. Das wäre der hier. Den fand ich sehr gut von der Aufmachung her und weil da einfach eine Klinge mit dabei ist, Aloe Vera dabei ist und ich diese Klingen an sich so mag. Ich mag das nicht so doll mit diesen Gelpads, die dann davor und danach sind. Das schmiert mir ein bisschen zu doll, deswegen finde ich die eigentlich ganz gut. Bin aber von diesem Produkt hier nicht so wirklich überzeugt. Ihr seht, ich habe den hier schon rausgebaut und auch schon benutzt. Und ja, ich weiß nicht, ich finde, der macht nicht so ein gutes Ergebnis wie der, den ich sonst habe. Und ja, man spürt zwar weniger Irritationen, auch laut Beschreibung, aber ich finde trotzdem, der rasiert nicht so einwandfrei wie andere. Deswegen würde ich den hier eher als Flop bezeichnen, anstatt als Top. Von daher, ich weiß nicht. Also empfehlen würde ich es euch, glaube ich, eher weniger. Deswegen solltet ihr lieber nicht zu dem greifen. Also man hat nur den Rasierer und eine Klinge und das ist natürlich auch wieder ein bisschen doof. Was ich auch noch entdeckt habe, war auf dem Weg zur Kasse von P2 ein Lip Balsam. Hope you feel beautiful today. Das ist der hier. Also Boho Vibe Lip Balsam. Wenn ihr das öffnet, ist das hier so eine, ja, ich habe ein bisschen zu weit reingematscht, so eine Textur. Ich dachte erst, es wäre fest, aber leider ist es nicht fest und bin dann so schön mit meinem Finger da drauf, dachte, kann es ein bisschen drauf rumreiben, ist wie so eine Butter. Ja, war es aber leider nicht. Deswegen sieht das ein bisschen vermatscht aus jetzt. Mit meinen Fingernägeln ist das schwierig, da ranzukommen. Da muss man immer mit so einem Schäufelchen und ein bisschen drauf machen. Der riecht wunderbar nach Zimt. Das war so eigentlich der Hauptgrund, warum ich mir das geholt habe. Der hat so einen Zimtgeruch und ich liebe Zimt und finde das total angenehm. Und deswegen, ja, ist das was ganz Tolles. Das ist halt so eine Creme, die man sich auf die Lippen macht und dann ein bisschen drauf lässt, die sehr schnell einzieht, aber trotzdem die Lippen noch geschmeidig hält und ein bisschen drauf bleibt noch. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, das macht auch so leicht rosane Lippen. Also der färbt die Lippen so ein klein bisschen rosa ein und ist halt durch den Zimtduft wirklich sehr angenehm und sehr schön auf den Lippen und den Tag zu tragen, lohnt sich wirklich. Also kann ich euch nur empfehlen.
Ebenso bin ich bei Kosmetik noch auf 3 neue Lippenstifte gestoßen. Und zwar 2 Stück von Manhattan und einer von Essence. Der von Essence hat die Farbe Très Chic. Und das ist hier so ein dunkler Rotton, also wirklich ganz, 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 ganz dunkel ist der. Und ich persönlich finde, das ist ein sehr schönes Rot. Das ist ein wirklich dunkler Ton, schon fast ins Schwarze übergehend, meinte die Verkäuferin. Also das jetzt vielleicht nicht ganz so, aber wirklich ganz schön dunkel. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, weil ich noch nicht dazu kam, irgendein Outfit dazu zu tragen und ihn dafür zu benutzen. Werde es aber noch tun und auf meiner Hand sah der schon ganz schön aus, deswegen habe ich mir den geholt. Und dann noch 2 weitere von Manhattan. Das ist einmal der Hip Hazelnut. Da musste ich dann leider feststellen, den habe ich schon. Ist mir aber irgendwie gar nicht bewusst gewesen. Das hat hier so eine wunderschöne Farbe. Jetzt nicht wirklich haselnussmäßig, aber auf jeden Fall so einen braunen Ton mit so einem leichten Rosastich noch mit drin. Den fand ich sehr schön. Hatte ihn aber leider schon, also habe ihn jetzt doppelt. Auch nicht schlecht. Und dann gibt es noch den Doll Me Up, das ist Nummer 740. Der hat so ein bisschen krasseres Pink hier. Und so einen knalligen Pinkton hatte ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht, außer einer von MAC. Und ja, habe mir den deswegen mitgenommen und werde die demnächst jetzt auf jeden Fall mal tragen und mal ausprobieren. Und den hatte ich zum Glück noch nicht, deswegen wenigstens 2 neue und der eine zählt gar nicht als neuer, also den hatte ich schon. Da mein Kosmetik-Schwämmchen kaputt gegangen ist und so mit der Zeit natürlich auch abgenutzt wird, habe ich mir einen neuen Blender gekauft und zwar dieses bunte Teil hier. Ihr seht, der ist auch schon ein bisschen benutzt worden jetzt und den müsste ich mal wieder mit dem Reinigungszeug sauber machen und finde den sehr angenehm, dadurch, dass der hier in der Mitte diese Kuhle hat. Also da kann man sehr schön reingreifen, weil ich habe immer das Problem, wenn der so komplett glatt ist, rutsche ich so ein Stück nach vorne und dann werden meine Fingernägel unten drunter voll mit Make-up und das nervt wirklich sehr, sehr doll. Und hier ist es einfach was anderes, da meine Fingernägel halt in dieser Kuhle ein bisschen Festigkeit haben und nicht nach vorne rutschen können. Und dann kann ich mir das damit schön auftragen. Den findet ihr in der Ebeline-Abteilung. Ich bin da auch sehr zufrieden mit den Pinseln, deswegen ist das Schwämmchen hier auch wieder eine gute Alternative. Und da verlasse ich mich eigentlich drauf, dass es immer was wird. Dann gab es noch eine Neuheit für meine Haare von Gliss-Kur Hair Repair Summer Repair Spülung. Und zwar ist das eine Sprühspülung und die habe ich schon länger gesucht, beziehungsweise so etwas ähnliches, was man aufsprühen kann und dann einfach einziehen lassen kann und nicht auswaschen muss. Da bin ich immer sehr der Fan von, denn ich habe auch von Dove ein Spray für die Haare. Da sind Ölpartikel drin und das hier hat sich auch sehr schön gelesen. Das ist für sehr ausgetrocknetes Haar und soll die sehr gut kämmbar machen. Und im Sommer ist das bei mir immer sehr extrem, dadurch, dass sie sowieso kaputt sind. Und dann auch noch das Blondieren und die Sonne dazu ist wirklich der Tod für meine Haare. Deswegen suche ich immer alternative Produkte, die ihnen weiterhelfen können. Und ich hoffe, dass das hier sehr gut ist. Ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert, da ich halt mit meinem Öl noch dran bin und das noch voll ist. Und werde es danach auf jeden Fall testen und ein bisschen benutzen. Dann habe ich noch 2 weitere Sachen im DM gefunden. Und zwar war das einmal Couscous-Frühstück und Haferfrühstück. Das sind diese 2 blauen Boxen hier. Da sind jeweils 5 Tüten drin mit einer Portion von 65 Gramm. Einmal Haferflocken mit Kokos, Kakao und Chiasamen. Und einmal mit Couscous und Aprikose-Zimt. Das sind wirklich tolle Produkte, die nehme ich mittlerweile ab und zu mal zum Frühstück. Man kann sich, wenn da 5 Stück drin sind, die kostet um die 4-5 Euro und man hat 5 Beutel drin, man macht die einfach in eine Schüssel, Milch oben drauf und ein bisschen Zimt mache ich meistens noch dazu und finde die sehr, sehr lecker und zum Frühstück geht das wirklich richtig schnell und man wird davon satt und vor allen Dingen diese Haferflocken hier halten wirklich sehr lange satt. Darauf könnt ihr euch verlassen. Da werdet ihr so schnell keinen Hunger mehr haben bis mittags. Und würde euch hier ebenfalls ans Herz legen, wenn ihr das möchtet und es euch zusagt vom Geschmack her, probiert es mal. Ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir zu meinem letzten Produkt und das war ein Make-up. Und zwar von Manhattan Powder Matte Make-up. Das ist diese schwarze Tube hier. Die ist wirklich sehr mattierend und macht einen sehr schönen Teint. Und ich finde die wirklich sehr gut. Die ist in der Farbe Beige 82 und ich bin sehr, sehr zufrieden damit und benutze das jetzt schon seit einer Woche ungefähr. Und finde es sehr schön, es ist sehr cremig und bin sehr zufrieden mit dem Produkt und würde es euch ebenfalls weiterempfehlen. Mein allerletztes Produkt habe ich mir nicht gekauft, sondern ich habe es bei DM von einem Mitarbeiter geschenkt bekommen. Und zwar war das ein Tester. Das ist die Maybelline Eyeshadow Palette All Blush Nudes. Das wäre diese hier. Und wie ihr seht, steht hier unten auch schon Tester.
Die war noch nicht benutzt. Also bei DM läuft das scheinbar so, dass die Paletten unten drin in der Schublade unter der Kosmetikabteilung haben, die komplett neu sind. Und wenn dann diese Kosmetiktester, die da im Regal sind, einfach schon zu dreckig sind oder zu abgenutzt sind, werden die ausgetauscht gegen neue Produkte. Und er hat mich dann halt gefragt, ob ich eine haben möchte. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Ich wollte mir die sowieso holen und die testen. Von daher hat es sich dann überschnitten und auch wirklich gelohnt, die mir zu schenken. Aber ich bin von der Konsistenz her nicht so zufrieden mit diesem Produkt. Ich finde, dass diese Lidschatten hier ein bisschen zu viel bröseln. Also ich habe dann auch mal hier unten drunter noch so ein bisschen was übrig. Wenn ich dann rankomme, verteilt sich das und so und die bröckeln so ein bisschen. Das gefällt mir nicht. Von den Farben her ist es sehr schön, haben auch eine einigermaßen gute Deckkraft. Aber ich muss sagen, wenn ich sie mir so gekauft hätte, hätte ich mich wahrscheinlich sehr, sehr geärgert. Deswegen bin ich froh, dass ich die Chance hatte, es so zu testen. Aber wollte euch nur sagen, wenn ihr euch die zulegen wollt, ihr müsst damit rechnen, dass die wirklich bröckelt und dass ihr halt ein bisschen was unter den Augen habt. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder mit meinem Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Geht mal im DM schauen und wie gesagt, diese Couscous-Geschichte und die Sachen mit den Haferflocken müsst ihr einfach mal testen, ob es was für euch ist. Als Frühstück ist das wirklich sehr gut. Da sind 5 Päckchen drin, reicht also für die komplette Arbeitswoche. Am Wochenende isst man ja eh meistens was anderes zum Frühstück. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!